Okay, wir haben jetzt zwar noch nicht viel über Mordins Aufgabe herausgefunden, aber gehen wir doch erstmal Grunts Mission an. Das wird auch schon ganz interessant und während Samaras Loyalitätsmission ja komplett kampffrei war, wird es hier um nichts anderes gehen. Natürlich, Grunt ist mit dabei und wir können ein zweites Mitglied mitnehmen. Wen nehme ich denn da mal? Wir brauchen diesmal niemanden, der überlasten kann. Stattdessen wäre jemand mit guter Biotik vielleicht gar nicht so übel. Da Grunt ja auch Verbrennungen beherrscht und so. Wen nehme ich denn da? Wollen wir mal Jack mitnehmen? Eigentlich wäre mir jemand mit Werfen lieber. Konnte Samara werfen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, kann sie. Okay, ja, da ich jetzt nicht davon ausgehe, dass wir großartig Barrieren haben werden, nehme ich mal Samara als zweite noch mit. Okay, interessantes Team. Los geht's. Vergeben wir noch Punkte? Können wir gar nicht, sehe ich gerade. Doch, hier können wir noch. Auf Aufspalten können wir noch zwei geben. Was müssen wir da eigentlich? Was ist das eigentlich? Vergreift das Nerven- oder synthetische System des Ziels an und verhindert jede Gesundheitsregeneration. Ah, ist gegen Krogana ganz gut. Beim Einsatz gegen organische Wesen regeneriert das Feld die Gesundheit des Biotikers. Klingt cool. Na dann, auf geht's. Das ist die neueste Narbe, die Puchanka davongetragen hat, die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Krogana. Dem Ordnord-Clan anschließen möchten, müssen sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Okay, sind wir mal gespannt. Ein bisschen doof ist jetzt. Ich hätte vielleicht nochmal... Shepard, aktivieren Sie den Schlüsselstein. Ja, warte, geht gleich los. Wir hätten vielleicht vorher nochmal rumlaufen und Missionen annehmen sollen. Das wäre vielleicht ganz gut gewesen, weil ich nicht weiß, ob wir hier vielleicht schon irgendwelche Gegenstände finden, die wir für irgendwelche kleinen Nebenaufträge mit gebrauchen könnten. Bevor wir aber loslegen, sammle ich erstmal alles ein. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Geht gleich los, Grunt. Lass mich noch ganz kurz schauen, denn hier liegen überall auch schon ein paar Leichen rum, die auch Geld bei sich haben. Ist schon irgendwie merkwürdig, dass hier so viele Leichen rumliegen, ne? Wir werden aber gleich mitkriegen, warum. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Du erwähntest das bereits. Und ich erwähnte bereits, ich will erstmal ganz kurz sammeln gehen. Okay, hier scheint jetzt aber nichts mehr zu sein. Doch, da hinten war noch was. Wo ist das? Ach, hier oben, auf der Empore, natürlich. Fangen wir an, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Wir haben auch gesehen, es liegen überall ein paar Magazine rum. Halt, wo ist der jetzt noch? Ach, hier vorne. Den habe ich noch nicht. Na gut, so, jetzt sollten wir eigentlich so ziemlich alle Leichen mal geschnappt haben. Aktivieren wir das Ganze mal. Zuerst eroberten die Krogana Puchanka und machten sich eine Natur untertan, in der nur wir bestehen können. Oha. Das ist übrigens... Da kommen Sie. Ich bin bereit. Ja, wenn wir jetzt kämpfen, kann ich mal ein bisschen noch erzählen. Das erinnert mich übrigens unglaublich an den Wüstenplaneten. Also Grun. Werden wir gleich noch sehen, wieso. Oder was genau ich meine, dann werde ich das nochmal erwähnen. Das hat mit diesem Stampfer da hinten zu tun. Und zwar... Ach, eigentlich kann ich es auch gleich erzählen. Und zwar ist es bei Dune so, dass auf Arrakis, auf dem Wüstenplaneten, diese Würmer vorherrschen. Scheiß Warren, geht mal weg. Diese Würmer vorherrschen, die auch das Gewürz, um das es dabei geht, produzieren. Und die sind verdammt groß und verdammt gefährlich. Und die werden von jeglichen Schritten auf dem Sand angelockt und kommen dann vorbei und verschlingen einen, wenn man durch die Wüste, durch die offene reist. Es sei denn, man weiß, wie man sich bewegen muss, dass man keine regelmäßigen Geräusche von sich gibt.
Und wenn man einen Wurm anlocken will, wenn man zum Beispiel auf ihm reiten will oder sowas, dann kann man einen Stampfer benutzen. Und daran erinnert mich das ungemein, muss ich sagen. Wir werden auch gleich sehen, was durch diesen Stampfer angelockt wird. Das sind nämlich nicht bloß die Kleinen hier. So, passt doch. Ja, ja. Die kleinen Warren sind noch nicht das Problem. Damit können wir noch ganz gut zurechtkommen. Oh, falsch gedrückt. Oh, jetzt habe ich das zum Heilen verschwendet. Ich fasse es ja nicht. Oder? Ich weiß es nicht. Greife Ziel an. Samara, bleib mal mit in meiner Nähe, bitte. So, kommen noch welche? Oder war es das jetzt erstmal? Ah, hier drüben. Was war das denn? So, neuer Versuch. Das klappte schon besser. Bleiben wir doch einfach hier oben. Und wir können natürlich auch das Werfen von Samara mit einsetzen. So, wir können uns ein bisschen auf Distanz halten, bevor sie uns hier überrennen. Oh, komm schon. Was war das denn? Was? Wie zielst du, Shepard? Was tust du denn da? So, geht doch. Geht doch, geht doch. Diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Bist du Grunt? Bist du? So, dann müssen wir halt doch mal mit der Pistole machen. Hat den erstaunlich wenig abgezogen, muss ich sagen, ne? So, ich nehme noch mal kurz ein Magazin von hier drüben aus der Ecke. Oh, komme ich gerade gar nicht hin. Ich weiß, wir haben ja jetzt direkt vor der Nase liegen, aber ich will erstmal. Für eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Machen wir, aber ich will erstmal die hier in den Ecken verbrauchen, weil man da doch ein bisschen. Hier lag doch eins, oder? Ach, hier drüben war das. Weil man da doch ein bisschen blöder hinkommt. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. So, ist mir lieber, wenn ich erstmal die verbrauche und dann später erst die in der Mitte nehme, weil das doch mein Hauptsammelpunkt sein wird hier direkt in der Mitte. Ich gehe nicht so nah an den Rand ran hier. Dann wurden die Kroganer zu den Sternen entkommen, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Ein Feind. Wow, jetzt wird's interessant. Wir wurden entdeckt. Den dicken Oschi müssen wir zum Glück nicht bekämpfen, sondern die Klixen. Und da könnte Samara vielleicht auch nochmal werfen, wenn die schon so nah beieinander sind hier. So, ich wechsle glaube ich mal auf die Method. Ja, das ist eine gute Idee. Ach, siehst du mal, man kann mit der auch relativ schnell schießen, nur halt nicht automatisch, sondern man muss jeden Schuss einzeln klicken. Das ist aber okay, weil die gut reinhaut dafür. Das macht mir eigentlich gar nichts, so habe ich auch mehr Kontrolle über die Muni. Hey, ich glaube, die Waffe gefällt mir ganz gut. Oh. So, dann mach mal selbst hier. Und Samara darf mal... Komm, mach mal aufspalten. Oh, dieses Riesenvieh ist schon wieder da hier. Ich glaube, das können wir auch gar nicht bekämpfen. So. Nur ein bisschen mit auf die Muni schauen, dass ich hier nicht alles jetzt schon verbrate. Oh, diese Viecher. Die dienen halt gerade als Taxi für die Kleinen, ne? Okay. Ist ja gut, mein Kleiner. Ist ja gut. Nicht so aufgeregt. Oh, jetzt wird's aber langsam eng hier. Also räumlich, meine ich jetzt. Gut, munitionstechnisch wird's auch eng, sehe ich gerade. Haben wir hier nicht noch irgendwo was? So. Geht's wieder los? Vielleicht mach ich dann mal mit dem Warp. Ja, der macht schon ein bisschen mehr Schaden dann. Wie viele kommen denn da noch? Ist ja Wahnsinn. Na gut, was willst du machen? Gut gemacht, Samara.
So, machen wir mal hier einen Schadenstreffer und nicht das Umwerfen. Okay. Funktioniert. War's das? Okay. Dann können wir erstmal ein bisschen sammeln gehen. Und uns auf die nächste Welle vorbereiten. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Ist mir schon bewusst. Aber man muss ja zumindest mal kurz Muni sammeln gehen. Ohne macht sich's blöd. Okay. Turbinenteile. Oh, die umgehen wir mal kurz noch. Vermutlich müssen wir ihn erneut aktivieren. Habe ich vorher noch gar nicht gesehen, dass wir hier auch noch sowas haben. Aber gut, dann machen wir das eben auch noch. Das zu dem. Das zu dem. Warte mal, das war hier, okay. Ah, ich Idiot. Warum gucke ich nicht nochmal? Immer so voreilig. Es ist Wahnsinn. Warum mache ich das denn? Gibt's da drüben auch noch was? Ah ja, sehr gut. Dann machen wir es wenigstens auf der anderen Seite richtig. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual fortzusetzen. Grant, es geht gleich los. Nicht so ungeduldig, ich muss noch kurz ein bisschen Geld verdienen. So, jetzt können wir von mir aus loslegen. Auf geht's. Nun tragen alle Kroganer die Genophane in sich, unsere Belohnung und unseren Flug. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel: Überleben. Spüren Sie das? Alles vibriert. Ich bin bereit. Es geht los. Und ich glaube... Na, ich wechsle noch nicht. Noch bleibe ich mal bei der Waffe. Aber wir sehen schon den Tentakel da drüben. Ich glaube, ich habe gerade jemanden geärgert. Ja, jetzt geht es los. Wir müssen den Dreschschlund zu Fuß besiegen. Und wir erinnern uns noch sehr gut an die Dreschschlunde aus Mass Effect 1. Das war keine schöne Angelegenheit. Oh shit, ich glaube, ich sollte mal irgendwie in Deckung gehen. Oh Mann. Okay, ich bleibe erstmal kurz hier. Oh, danke schön. Das hat sich ja schon erledigt. Und das war's auch schon. Ein Dreschschlund ist nicht zu unterschätzen. Das wird richtig übel gleich. Oha, ich kann diesen Kampf nicht ausstehen. Ja, das wird nicht witzig. Und ich habe die Dreschschlunde schon durchaus respektiert, schon im ersten Teil, als wir noch mit dem Marco gegen sie gekämpft haben. Nun tragen alle Kroganer die Genophane in sich, unsere Belohnung und unseren Flug. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel: Überleben. Und als ich vorhin schon ansprach, die Würmer in der Wüstenplanet. Da müssen wir mal feststellen, die Dreschschlunde sehen auch ein bisschen nach Würmern aus, ne? Nur so ein bisschen. Von daher, ich glaube, man hat sich da doch so gewisse Anleihen genommen. So, ich lass mal diese Säule hier dazwischen. Ich glaube, das funktioniert ganz gut, oder? Kann das sein? Wenn wir die Säule dort dazwischen behalten, dass er uns keinen Schaden zufügen kann? Oh shit, komm, ich geh mal hier rüber. Jetzt mal die Säule. Oh, jetzt hat er uns getroffen. Okay, wir müssen nur lang genug gegen ihn überleben, aber ich will ihn natürlich auch tot kriegen. Wir müssen ihn gar nicht besiegen. Aber wenn wir das schaffen, sind wir gut. So, jetzt muss ich mal rennen. Ja, ich gehe schon. So, wo ist er? Ah, ungemütlich. So, klappt das? Das klappt, aber meine Muni geht mir aus. Ja, das dachte ich mir. Das reicht nicht, um ihn komplett zu besiegen. Das heißt, wir müssen mal auf die Method wechseln. Auch deshalb habe ich die mitgenommen. So, und dann müssen wir den Dreschschlund jetzt mal endgültig besiegen mit dem, was wir jetzt noch haben.
Okay. Wow, komm schon. Ich war doch hinter dem Ding. So, aber ich kann ihn irgendwie nicht so richtig anvisieren, um dann mal Fertigkeiten auf ihn zu schleudern. Oh, was? Aber er ist fast hinüber. Es wird... Wo ist er bloß, ist die Frage. Ich sehe ihn nicht mehr. Oh, da. Komm, immer weiter drauf. Yeah! Großwildjäger, wir haben den Dreschschlund besiegt. Nichts mit Überleben hier. Siegen! Wir bekommen Gesellschaft. Gut, ich will mehr. Sie sind am Leben. Und sie haben den Dreschschlund besiegt. Das hat seit Generationen niemand mehr geschafft. Der letzte war Erdnot Rex. Mein Krant hat mir eine Stärke jenseits meiner Gene verliehen. Und die sind schon verdammt gut. Das wird zu Diskussionen führen. Ich frage mich, Sie behaupten, Sie seien rein? Und kein Alien war an Ihrer Herstellung beteiligt? Nur der Warlord O'Keir? Die besten Eigenschaften der Kroganer sind in Grunt vereinigt. Er wurde erschaffen, um perfekt zu sein. Das Problem ist, dass er erschaffen wurde. Aber nicht von Aliens. Und er ist wirklich sehr stark. Es wäre vermutlich ein tolerierbarer Mangel. Ein was? Ein Grund, sie zu akzeptieren. Sie sind ein Fehler, aber ihr Potenzial könnte das derzeitige Gleichgewicht der Clans kippen. Sie spucken auf den Namen meines Vaters und auf Shepard. Und nur weil ich stark bin, hören sie plötzlich auf zu schimpfen? Mit Einschränkungen. Sie könnten natürlich keinen Nachwuchs zeugen oder auf einem Alienschiff dienen. Aber zumindest dem Namen nach wären sie Teil des Clans. Sie reden, als wäre er ein Gegenstand. Sie wollen nur seine Stärke. Es geht ihnen nicht darum, dass er Teil ihres Clans wird. Natürlich nicht. Ich wollte auch nicht mit dem Erdnot-Clan kooperieren, war aber dazu gezwungen. Der Gertetor-Clan steht am Scheideweg. Er wird entweder mächtig oder endet im Staub. Wenn ich sie bekämpfe, unterstützen mich die Traditionalisten. Und wenn ich sie unterstütze, bejubeln mich die Reformer. Ihr Initiationsritus hat auch dabei das Gleichgewicht verschoben. Es ist Ihre Entscheidung, Grunt. Und sie scheint Ihnen leicht zu fallen. Das ist das Problem. Ich bin ein reiner Kroganer. Uwenk, Sie sind der Heuchler. Ihr Kopf ist lebendig ebenso viel wert wie tot. Dann holen Sie ihn sich doch. Und das Spiel geht wieder los. Zeit zu kämpfen. Okay. Nehmen wir Deckung. Und jetzt haben wir doch noch jemanden mit Barrieren. Ja, daran habe ich nicht gedacht, dass die ja auch noch Barrieren haben können. Aber darum können wir uns kümmern. So, und die Barrieren, die Panzerung von denen, die lässt sich einerseits mit der Mattock wunderbar aufheben. Und andererseits können wir auch... Wow. Den hast du gut in Stücke gerissen gerade. Und andererseits können wir auch noch auf Grunts Feuer vertrauen. Die Verbrennung, die kann ich leider gerade nicht... Ach, das war der Betäubungsschuss. Leider kann er gerade nichts davon einsetzen. Warum eigentlich nicht? Diese Waffe benutzt bereits diese Munitionsart. Ach so, ach so. Wow. So. Dann beweise ich mal wieder den schnellen Abzugsfinger. Und je schneller ich drücke, desto schneller sterben die Gegner. Die Waffe ist schon eigentlich ein Traum. Leider hat sie gerade die letzte Muni verballert. Aber es ist nur noch Gattertalk Uwenk da. Den können wir jetzt erreichen. Okay, er ist doch nicht der Einzige. Okay. Das ist wieder ein Panzer. Und mit Grunt ist auch nicht zu spaßen. Dein Ende. Deine Wahl. Uwenk ist nur noch gutes Fleisch. Wir sollten am Schlüsselstein das Signal geben, damit wir hier wegkommen. Er kann hier verrotten. Und hier haben wir doch noch einen... Warte, warte, warte! Ach, ich habe ihn nicht mehr gekriegt.
Na, Rex? Beeindruckt? Damit sollte die Pubertät für Grunt abgeschlossen sein. Und er sollte ein vollwertiger Kroganer des Earthnot-Clans geworden sein. Earthnot Grunt. Sie haben den Initiationsritus bestanden und damit Anrecht auf die Ehre, zu einem Clan zu gehören und einen Namen zu führen. Viele überleben. Aber es ist Jahre her, seit ein Dreschlund gefallen ist. Ihre Namen sind dadurch unsterblich. Grunt, Sie sind jetzt ein Earthnot. Sie dürfen Besitz erwerben, der Armee beitreten und sich für den Dienst unter einem Kriegsmeister bewerben. Shepard ist mein Kampfmeister. An ihn kommt keiner heran. Verstehe. Glückwunsch, Earthnot Grunt. Nehmen Sie dieses Geschenk von Fortek an. Seine Waffen sind die besten, die wir haben. Wie wurden Sie genannt, bevor Sie zum Schamanen wurden? Ich habe meinen Namen aufgegeben, als ich Schamane wurde. Ich bin ein Sprachrohr für den Zorn und den Blutrausch meines Volkes. Es wäre falsch, meine alte Identität zu bewahren. Mein Leben gehört dem Clan. Ich will etwas über Tuchankas Vergangenheit erfahren. Tuchanka ist ein Ort voller großartiger Geschenke. Es tötet die Schwachen, quält die Langsamen und vernichtet die Dummen. Überleben ist eine Ehre und darin sind die Krogana Meister. Wir bedecken diesen Planeten mit unserer Zivilisation, nur um sie ein Dutzendmal selbst niederzubrennen. Aber wir werden jedes Mal stärker. Wenn wir weise und mächtig genug sind, werden wir den Planeten auf ewig zähmen. Naja, das ist zumindest die kroganische Interpretation der ganzen Zerstörung. Ich würde das ja ein bisschen anders sehen. Ich würde es rücksichtslos, kurzsichtig und dumm nennen. Und ob man das jetzt als Geschenke ansehen kann, wenn ein Planet so lebensfeindlich ist, weiß ich auch nicht. Ich habe noch nie gehört, wie jemand behauptet hat, der Untergang der eigenen Zivilisation sei etwas Gutes. Ich hätte gedacht, von allen Aliens würden Sie das am ehesten verstehen, Shepard. Die Reiche und Clans der Kroganer in der Vergangenheit waren glorreich gewachsen in großen Schlachten und Eroberungszügen, aber im Kern waren sie schwach. Wie hätten sie sonst fallen können? Wenn die Zivilisation der Kroganer ihren Höhepunkt erreicht hat, ist sie nicht mehr aufzuhalten. Sind wir nicht mehr aufzuhalten? Auch wieder ein Fehler. Nicht jeder, der stirbt, ist schwach und das raffen die Kroganer irgendwie nicht. Manchmal sterben gerade die Stärksten und auch die stärksten Reiche zerfallen manchmal. Hat man schon oft in der Geschichte gesehen. Die größten Reiche sterben manchmal einfach an ihrer Größe. Das kann auch sein. Zum Beispiel Rom. Anderes Beispiel, auch ein riesiges Reich war Persien, ist auch zerfallen. Das passiert einfach irgendwann. Das riesige mongolische Reich. Was ist die Mongolei heute noch? Es ist ein karger Landstrich, der nicht so riesig ist und in dem es kaum Leute gibt. Also irgendwann zerfallen alle Reiche mal und nichts hat auf ewig Bestand. Von dem Gedanken muss man sich eigentlich verabschieden. Das ist halt so. Nichts wird auf ewig Bestand haben. In 500 Jahren wird alles völlig anders aussehen, als es das jetzt tut. Erzählen Sie mir von den Ritualen und Zeremonien der Kroganer. Sie haben den Initiationsritus gesehen. Kroganer durchleiden bei der Geburt den Lebensritus, sowie später den Ehrenritus, wenn sie zur Fortpflanzung anerkannt werden wollen. Der Vorreiterritus wird abgehalten, bevor ein Kroganer zum ersten Mal einem neuen Feind entgegentritt. Daneben gibt es noch zahlreiche Riten, die der Anführer des Clans im Dienste seiner Leute bestehen muss. Klingt kompliziert. So viele Riten zu erfüllen, aber gut, wahrscheinlich haben die Kroganer nichts anderes zu tun und ich nehme mal an, jeder Ritus wird mit dem Töten von Feinden zu tun haben. Welche Riten mussten sie durchlaufen, um Oberschamane zu werden? Schamane zu werden ist sehr anstrengend. Ich habe Riten durchlitten, bei denen ich meinen Tod herbeisehnte. Meine Seele ist voller Narben. Ich halte jeden Abend und jeden Morgen in der Dämmerung Rituale ab, um die Bindung zur kroganischen Natur nicht zu verlieren. Unser Geist lebt von Gewalt und Tod. Darauf muss ich stets eingestimmt sein. Schrecklicher Job. Oh ja. Allerdings.
Grausames Schicksal, aber irgendwie scheinst du es dir ja selbst ausgesucht zu haben, nicht wahr? Na gut. Ich gehe jetzt. Mögen ihre Gegner stark genug sein, sie wachsam zu halten. Was das wohl ist? Was denn? Was meinst du denn? Ach, Schrotflintenschaden. Den haben wir wahrscheinlich gekriegt. Genauso wie ein neues Outfit für Grunt. Und wir haben die neue Kraft von Grunt freigeschaltet. Verstärkung. Eine kurzzeitige, aber beträchtliche Verstärkung ihrer Panzerung. Klingt gut. Zusammenfassung. Grunt hat sich dem Ördner-Clan angeschlossen und müsste jetzt emotional stabil sein. Werde die Fortschritte des Korganes beobachten, was seine gesellschaftliche Akzeptanz im Ördner-Clan betrifft. Hoffentlich stören die Verbindungen zum Clan nicht die Loyalität zu Shepard. Daten über korganische Clan-Politik nützlich.